Ja, das war jetzt traurig. Das ist sehr traurig. Nicht für mich, aber für die Schweiz. Ja, für Sie auch nicht. Ja, ich glaube immer noch an die Macht vom Argument. Das würde ich nicht Politik machen. Wir haben es eigentlich ganz ernst. Wie ein einsamer Kampf gewesen. Und, so einsam gehe ich jetzt, glaube ich, auch in Abend. Später. Am Anfang dieses Films steht ihre grösste Niederlage. Doch Nationalrätin Badran ist immerhin schon viermal fast gestorben. Da wird die Sozialdemokratin auch diesmal wieder einen Weg zurück ins Leben finden. Also wieder Boden unter die Füße bekommen. Die ganzen 7 Jahre Arbeit. Da. Für nichts. Dieser Film geht Jacqueline Badran nach. Und dieser Film geht der Frage nach, warum sich eine rote Politikerin grün und blau ärgert, wenn es um Grund und Boden geht. Ich wollte Sie nur noch eins fragen. Machen Sie noch weiter Politik? Oder das Geschäft? Haben Sie noch eine Chance, irgendwie weiterzumachen? Ja, sicher. Ich gebe doch nicht auf. Ich bin so überzeugt. Ja, vielleicht noch mal über den parlamentarischen Weg. Jetzt müssen wir mal ein bisschen setzen lassen. Und sonst muss das Volk korrigieren. Und wie das Sie wird mal Volksinitiative, ja. 100'000 Unterschriften zusammen. Der ganz lange Weg. Und unterdessen expandiert das Perskartierkapital noch mehr schnappt sich alle Areale. Und es ist jenst das Wasserchen mit den Taren da abgelaufen. Und der Rhein. Wir blenden zurück. Dorthin, wo die Niederlage stattfand. Herbst 2014. Jacqueline Badran am Eingang zum Ständerat. Für sie ist das die Pforte der Hölle. Als Nationalrätin darf sie hier nur zuhören. Lex Koller bedeutet, dass Grund und Boden in der Schweiz nur kaufen kann, wer in der Schweiz wohnt oder Geschäftssitz hat. Also Schweizer und Ausländer, die hier Steuern bezahlen. Dagegen machte die Immobilienlobby Druck. Das Gesetz sollte abgeschafft werden. Aber Badran konnte National- und Ständerat überzeugen, die Lex Koller zu retten. Doch das war ihr nicht genug. Badran wollte eine Verschärfung. Bundesrat und Nationalrat stimmten zu. Die letzte Hürde: der Ständerat. Die Linke wartet auf ihren rechten Gegenspieler, den inzwischen zurückgetretenen Ständerat George Theiler. Der Vertreter der Immobilienbranche argumentiert mit dem Bauboom. Warum haben wir dieses hoch? Wir haben es, weil die Nachfrage sehr hoch ist. Das muss man einfach mal erkennen. Die Nachfrage ist deshalb hoch, weil wir alle mehr Wohnraum wollen. Wir wollen ein Eigenheim, wir wollen eine größere Wohnung. Auch die Mieterinnen und Mieter wollen größere Wohnungen, schönere Wohnungen. Das ist ja unser Recht, das geht uns ja gut. Aber sind daran jetzt die ausländischen Investoren schuld? Jawohl, kaum. Es ist eine Tatsache. Ich glaube, das wurde heute auch nicht bestritten, dass heute Immobilien von der reinen Wertanlage zur Ertragsanlage geworden sind. Und zwar zu sehr attraktiven Investitionen. Das zeigt sich daran, dass Milliarden von Franken aus den Aktienmärkten in den Immobilienmarkt geflossen sind. Und aufgrund dieser Analyse hat man mit der Lex Koller entschieden, den Erwerb von Wohnimmobilien an den Steuersitz zu binden. Und übrigens nicht, und ich denke, es ist wichtig, dass wir das wieder in Erinnerung rufen, nicht an den Pass zu binden, sondern an den Steuersitz. Also ich bitte Sie, lehnen Sie diese beiden Motionen ab, auch jene, die drüben schon im Warteraum stehen, die das Gegenteil wollen. Und bleiben Sie irgendwo auf einem rechtlich klaren Weg für alle, welche in der Schweiz investieren wollen, die einheimischen und die ausländischen Firmen. Damit sind wir definitiv entscheidungsreif. Wir stimmen ab. Sie
haben sich mit 26 gegen 16 Stimmen bei 0 Enthaltungen für die Ablehnung. Badran bleibt die Krönung ihrer bisherigen politischen Laufbahn versagt. Begonnen hat sie in der außerpolitischen Opposition. Politisiert durch die Jugendunruhen der 80er Jahre, schrie sie damals im Chor mit den Chaoten: Macht aus dem Staat Gurkensalat. Und heute sind Sie ein Teil von der Politik von dem Staat. Also ich habe immer noch einen anarchischen Teil in mir. Also das ist klar. Ich glaube, das hat jeder Linke irgendwo. Sehr freiheitsliebende, anarchische Teil in sich. Wir haben ja auch sehr staatskritische Traditionen eigentlich. Das ist vielleicht heute nicht mehr so ausgeprägt, aber gleich. Ich finde, der Staat oder eine Gemeinschaft und dass man gemeinschaftlich eigentlich Einfluss nimmt auf seine Lebensumstände, absolut richtig. Aber das mag sie nicht, wenn man ihnen vorwirft, ja, vor noch nicht langer Zeit sind sie noch bei den Chaoten gewesen. Ja, nein, ich bin natürlich nie bei den Chaoten gewesen. Ich bin ja zum Beispiel, also ich habe nie einen Stein gehört oder so irgendwie etwas. Ich bin dort eigentlich mehr so Zuschauerin gewesen, so wie in der ersten Reihe, wo total gestaunt hat, was da alles passiert ist. Und ah, so funktioniert das. Und Leute, die versucht haben, sich artikulieren, die dann irgendwie entlassen worden sind oder bedroht sogar worden sind. Also ich habe das sehr speziell gefunden. Der Firmensitz von Jacqueline Badran. Am Stauffacherplatz hat sie eine Liegenschaft der Stadt Zürich gemietet. Seit 15 Jahren betreibt sie eine Computerfirma. Die Sozialdemokratin ist Boss über 30 IT-Spezialisten. Der tiefste Lohn im Verhältnis zum höchsten, also zum Lohn von Badran, ist 1:1,6. Wir machen komplexe Websites und komplexe Software. Aber alles nur der Teil, den man sieht, also da, wo man sagt, Frontend. Das, was der User, der Anwender irgendwie sieht, das alles von der Konzeption. Wir denken vor allem sehr viel da rein, bis hin zum Programmieren vom Frontend. Was wir nicht machen, ist alles, was hinten dran ist. Aufgewachsen ist sie in Australien. Ihr libanesischer Vater war dort Textilunternehmer. Die Mutter stammt aus Zürich. Badran studierte Biologie und Ökonomie und arbeitete jahrelang in der kantonalen Verwaltung. Als Studentin verdingte sich Jacqueline Badran als Skilehrerin. Jacqueline ist ein Glückspilz. Als Kind ist sie beinahe ertrunken, dann aus dem fünften Stock eines Hauses gefallen und später auch noch von einer Schneelawine begraben worden. Das Unglaublichste aber passierte ihr bei einer Geschäftsreise. Badran stürzte mit dem Flugzeug ab. Im November 2001 starben 24 Passagiere beim Anflug auf den Zürcher Flughafen. Badran kroch mit leichten Verletzungen aus den Trümmern. Aus diesen Teilen hat ein Freund Kunst gemacht. Ich habe wieder mal Glück gehabt, aber es ist wie nicht «Ui, ich habe Glück gehabt und jetzt ist alles anders für mich.» Das war bei mir schon eigentlich seit immer, dass ich das Gefühl habe, ich sei glücklich, ich sei privilegiert. Ich bin, ja, ich bin hier in der Schweiz, darf ich sein. Ich bin schulgescheit geboren, ich darf gratis in super Schulen gehen. Ich bin einfach privilegiert. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das gehört kompensiert. Und so habe ich es ehrlich gesagt gelernt in meiner Jugend, Glück gehört kompensiert. Wie? Haben Sie denn das kompensiert? Ja, die einfach mehr Glück hatten im Leben, und das sind viele, die müssen denen etwas geben oder schulden denen etwas, die einfach weniger Glück hatten im Leben. Jetzt haben Sie so einfach ja ist das. X-mal schon Glück gehabt, da sind den Teufel ab dem Karren gefallen. Haben X-mal überlebt, wo andere nicht überleben. Da muss man irgendwie etwas erklären dazu. Ja. Da macht man sich schon ein bisschen Gedanken. Und ich weiß, zum Beispiel nach dem Flugzeugabsturz also Zuschriften bekommen, Gott habe etwas vor mit mir, und dann Interventionsgott. Also glauben, dass jetzt der das extra gemacht hat, und da macht man sich dann schon Gedanken. Aber irgendwann, man findet keine Antworten. Gibt es den Gott für Sie?
Ich bin Biologin, ich glaube an die Evolution. Jacqueline Badran zieht erneut auf ein Schlachtfeld, hinauf nach Morgarten. Ebenso gut wie die SVP-Vertreter beherrscht sie den Populismus und bemüht bei Bedarf die Schweizer Mythen. Als Linke will sie den Konservativen dieses Schlachtfeld nicht allein überlassen. Einer der wichtigen Gründe für diese Schlacht war ein Bodennutzungsstreit zwischen den Schweizern, und zwar zwischen der Kooperation Schweiz und dem Kloster Einsiedeln um Land. Und im Wesentlichen war das ein Zusammenprall zwischen zwei Prinzipien. Das eine ist das Prinzip der gemeinnützigen Bodennutzung, wo man den Nutzen vom Boden, also sei es Wald oder Viehzucht oder was auch immer, Ackerbau, auf alle aufgeteilt hat, versus eigentlich ein klerikal-adligen Bodennutzungsprinzip. Und das ist der feudalistische Grossgrundbesitz, wo dann der Nutzen eben nur an Fürst oder an Landvogt oder wer auch immer gegangen ist. Was lehren Sie jetzt daraus, aus der Schlacht von Morgarten, die vor 700 Jahren passiert ist, für uns heute? Ja, es ist natürlich so, in meiner Politik für den gemeinnützigen Wohnbau komme ich ja mal zu hören, über von ganz rechts, ich denke, kommunistische Prinzipien importieren. Und das ist so absurd, weil das ist wirklich so urschweizerisch. Das ist ein fundamentales Staatsverständnis von uns, eben weit bis eben 700 Jahre zurück, weit in die Urschweiz hinein. Und das ist eigentlich das, was ich sagen will. Das hat die Schweiz stark gemacht. Das ist Erfolgsmodell Schweiz. Ein Buch über die Genosame der Kooperationen bestätigt Badran diesen Umgang der alten Eidgenossen mit Grund und Boden. Beim Begriff Eidgenossen hört sie gerne auf das Wort Genossen. Börsenkotierte Immobiliengesellschaften, die gibt es seit dem Jahr 2000. Das ist ein völlig neues Phänomen. Und ausgerechnet die Rechte verteidigen das eigentlich. Also das sind ja eigentlich die modernen Landvögte, wenn man so will, die das Betongold machen und wir mit unseren Arbeitseinkommen denen eigentlich den Zehnten abzugeben hat, quasi jeden Monat immer wieder, in Form von Miete oder in Form von überhöhten Eigentumspreisen. Und man macht eine Bückelung. Das ist Badrans aktueller Moorgarten, Zürich West, ein Quartier am Stadtrand. Muss ich das vorstellen, da war alles Wiese. Dann hat man denen erlaubt, hier Hochhäuser zu bauen und ganz eine hohe Ausnutzung. Also man darf viel oben drauf bauen. Das hat der Eigentümer, namentlich der Mobimo, da hunderte von Millionen von sogenannten Planungsgewinnen, leistungsfreie Planungsgewinnen und Infrastrukturgewinn beschert. Und die öffentliche Hand hat in der Folge da natürlich unglaublich viel investiert. Zum Beispiel allein aus städtischen Geldern 80 Millionen für ein Tram vor die Nase stellen, wo man dann kann sagen, wunderbar, in 4 Minuten am HB mit dem Tram. Dort die Brücke dort hinten, die Velobrücke, mit der machen sie Werbung, oder? Wie toll das ist und wie tolle urbane Architektur. Das hat uns 42 Millionen gekostet. Hinten hat man den Bahnhof Harburg aufgewertet mit etwa 40 Millionen Franken aus städtischem Steuergeld. Und das macht, dass man hier die Wohnungen teurer vermieten oder teurer verkaufen kann. Und da, das ist städtisches Land. Und da baut man jetzt einen Park für 14 Millionen. Da zahlen die Eigentümer etwas dran, 1,9 Millionen. Aber uns Steuerzahler von der Stadt Zürich kostet das 3,8 Millionen jährlich wiederkehrende Unterhalts- und Kapitalkosten. Und das ist nichts anderes als eine Subvention für eine börsenkotierte Immobiliengesellschaft. Dieses Hochhaus hat die Immobilienfirma von Stenderer Theiler gebaut. Wir wollten ihn mit Badran konfrontieren. Theiler aber hat ausgeschlagen. Persönliche Differenzen will er nicht in der Öffentlichkeit ausfechten. Und politisch habe er ohnehin gewonnen.
Das ist Mobimo, das ist die Firma von Herrn Georges Theiler. Der hat bei der Verwaltung bestellt, Mitte 2000, dass man die Lex Koller aufweicht. Und das ausländisch spekulative Immobilienkapital hat können so über die neue Schleuse in die Schweiz hineinkommen. 3 Monate nachdem das legiferiert worden ist, ist der Herr Theiler mit dem Mobimo an die Börse. Hat ihm natürlich 10-mal mehr in den Sack gespült, mag ich ihm gönnen. Als Privatperson, aber als Politikerin ist das eigentlich inakzeptabel. Neben dem mondänen Zürich West liegt das Industriequartier. Mittendrin die Josefswiese. Die günstige Genossenschaftssiedlung ist begehrt. Als Badran noch im Zürcher Gemeinderat politisierte, brachte sie ein Gesetz zur Förderung der Genossenschaften durch. Bis 2030 soll der Anteil an Genossenschaftswohnungen in der Stadt Zürich auf 33% ansteigen. Dem Thema Genossenschaften, Wohnungsbau und Bodenspekulation ist sie auch im Nationalrat treu geblieben. Das kann Badran nur machen, weil 30 Angestellte in dieser Zeit für sie arbeiten. Im Rahmen der Frühlingssession 2015 wird die Parlamentarier-Jazzmeisterschaft ausgetragen. Badran spielt absichtlich mit französischen Karten, damit sie ja nicht mit ihrem Widersacher Ständerat Theiler an denselben Tisch muss. Theiler spielt mit deutschen Karten. Hört man sich ein wenig um nach Meinungen zu Badran, gibt's die Begeisterungsschwüre der Genossen. Eher langweilig. Dann den Respekt der Gegner für Badrans Faktentreue, schon etwas bemerkenswerter. Besserwisserisch sei sie. Dazu sagt Badran, nein, nicht besserwisserisch, sie wisse einfach vieles besser. Aber keiner berichtet uns von Leichen in Badrans Keller. Ihr ruppiger Stil und die schlechte Angewohnheit, ohne Verabschiedung aus einer Versammlung abzuhauen, missfällt. Wenn das aber der Gipfel ihrer Fehlbarkeit ist, verzichten wir auf eine Umfrage mit dem Mikrofon. So, schöne Herren. Schönen Abend. Aber da rein haben sie nicht mehr geschmeckt. Ja. Beruht auf Gegenseitigkeit. Ich nehme es an. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie mit ihm geredet. Noch nie? Noch nie, kein Wort. Aber ist das nicht ein bisschen... eigentlich wie die Aufgabe, wenn man in die Politik geht, auch mit Zertigen, die ganz anders denken? Das ist für mich eine völlige Ausnahme. Ich rede wirklich mit allen. Das ist mein erster Mensch in meiner politischen Karriere, die doch sehr lang schon ist, wo ich noch nie ein Wort mit geredet habe. Ich kann sonst mit allen reden. Banken-VR oder irgendwie Kiosk-Frau. Mit dem Herrn Theiler nicht. Nein. Und was ist denn passiert? Das ist einfach dieser Weg nicht integer und dieser Weg unlauter, die Politik, wo er mal das oder man kann weit weg sein, der Meinungen, aber es gibt so eine Integritätsgrenze, wo wenn die überschritten wird, ist das einfach inakzeptabel. Was und wen lässt die rote Kämpferin neben sich noch gelten? Wie sie Ständerat Theiler austeilt, ist grenzwertig. Damit begibt sich Badran auf glitschiges Parkett. Nach der Session. Ein Wochenende Skifahren mit Ehemann Viktor. Er arbeitet als Buchhalter und Velokurier. Badrans Ziel liegt im Nebel, Mürren im Berner Oberland. Das altehrwürdige Hotel Regina, in die Schlagzeilen geraten vor 2 Jahren. Russen und Chinesen fuhren mit Koffern voll Geld ein. Badran will wissen, wie es dann aber einer Genossenschaft gelang, dem ausländischen Kapital die Stirn zu bieten. Die Russen wollten nämlich das Hotel aushöhlen und Zweitwohnungen bauen. Den Gewinn hätten sie nicht in der Schweiz versteuert. Ehemalige Stammgäste betreiben heute das Hotel Regina als Familien- und Kulturhotel. Das ist so ein spezielles Haus. Es hat den Jugendstil, es hat den Seel. Das ist anders als alle anderen Hotels. Und für das lohnt sich
sich da zu engagieren. Und so haben wir die Gruppe zusammengebracht, haben das Geld zusammengebracht. Und jetzt probieren wir es so auch ein bisschen neu zu betreiben. Mhm. Und den Geist da weiterzuleben. Also, wie kommen denn überhaupt die Russen oder Chinesen dazu, da wieder das greifen? Also, es hat zwei Marker gegeben. Wir haben ihn ausgewechselt. Der zweite war der Zunke von Interlaken, der da hat. Also, ein SVP-Gemeinspolitiker, notabene. Im Auftrag des Selbstverkaufs der Heimat. Genau, genau. Wo hier offenbar ausländische Interessenten hatte. Und wir haben nachher einfach. Glücklicherweise ist das Haus unter Denkmalschutz. Und dank dem haben die Interessenten, die nur auf das Geld geschaut haben, hier nicht können einfach so zuschlagen, wie sie das sonst gerne hätten. Nicht einfach umwandeln in beliebige Zweitwohnungen und Eigentumswohnungen. Also die meisten Hotels, die natürlich so verkauft werden, die werden eigentlich stillgelegt, weil es einfach wie ein Bankbüchlein funktioniert. Vollmer und Badran klopfen sich gegenseitig auf die Schultern. Das Beispiel mit dem Hotel Regina macht ihnen Mut, es doch noch mit einer Volksinitiative für eine Verschärfung der Lex Koller zu probieren. Ah. Ich fahre zu einer Touristin auf den Skifahren. Es macht Spass. Auch im Nebel wittert sie Morgenröte. Und, obwohl George Theiler nicht mehr im Ständerat ist, die Gegner werden Jacqueline Badran nicht ausgehen.